Die Frage nach dem Hintergrund ist eine, die einfach nicht abschließend geklärt werden kann. Fakt ist, dass wenn wir eine Blur-Funktion haben, dass viele Menschen denken, der Mensch hat doch irgendwas zu verbergen. Außerdem sind manchmal plötzlich ein Teil vom Ohr, ein Teil der Frisur abgeschnitten oder es geht eine verpixelte Hand zum Gesicht mit einer Tasse, die plötzlich aufploppt und wieder weg ist. Das ist auf jeden Fall auch in meiner Wahrnehmung eher ein bisschen störend. Wenn es allerdings zu bunt im Hintergrund ist, dann sagen die einen, ha, das liegt unaufgeräumt. Es ist einfarbig, sagen die anderen, ha, das wirkt aber langweilig. Hier scheiden sich einfach die Geister. Ganz klar ist auf jeden Fall, dass unaufgeräumte Hintergründe uns ganz schön auf die Füße fallen können. Das liegt unter anderem daran, dass der Mensch in seinem Gehirn gerne Geschichten vervollständigt. Das heißt, aus verschiedenen Teilaspekten und Informationen werden Geschichten gebaut. Der Mensch möchte immer Kohärenz haben, das soll immer alles stimmig sein. Und das macht man ganz automatisch, da denken wir gar nicht drüber nach. Ein Extrembeispiel, ich sitze in meinem Büro meinetwegen, bin nicht so gut drauf. Hinter mir steht irgendwo im Hintergrund eine leere Weinflasche. Die habe ich gestern vor einem Monat oder vor einem Jahr oder vor 10 Jahren getrunken. Ist egal, weil ihr seht die und ich bin heute vielleicht nicht so fit, weil ich einfach schlecht geschlafen habe. Das wird sofort in Verbindung gebracht. Ah, der Typ hat gestern gesoffen und jetzt moderiert er hier. Eieiei, der hat wahrscheinlich auch ein Alkoholproblem und. Ne? Also dann ist so ein Confirmation Bias, Bestätigungsfehler. Wir möchten das glauben, dann finden wir noch andere Hinweise darauf. Dann hat der irgendwie so ein hat der immer so rote Lippen oder so das Weinrest, hat der eventuell schon heute Morgen getrunken und so weiter. Ne? Also ihr versteht, was ich meine. Möglichst wenig Dinge, die Spielraum für Interpretation lassen, in euren Hintergrund bitte. Ja? Das heißt, möglichst klar, aufgeräumt, ob es jetzt bunt ist oder einfarbig, da scheiden sich die Geister. Aber bitte keine Gegenstände, die dazu führen können, dass Menschen sich kleine Sachen zusammenreimen und am besten mit eurer Performance in Verbindung bringen. Dass die Frage so unklar ist, ob wir einen einfarbigen oder einen bunten Hintergrund haben wollen, oder müssen oder sollen, hängt übrigens damit zusammen, dass wir noch keine richtige Kultur entwickelt haben, wie Videokonferenzen genau aussehen sollen. Dass wir da noch richtig drin sind in dieser Kultur, ist ganz spannend und kann man daran sehen, wenn wir mal 1-2 Jahre zurückdenken. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als Videokonferenzen anfingen. Da haben Leute in Videokonferenzen geraucht. Das sehe ich eigentlich auch nicht mehr. Ich kenne das auch noch, dass Leute abends so ab 18, 19, 20 Uhr, das ist auch heutzutage noch, gar nicht so ungewöhnlich ist, dass Leute auf einmal mit einem alkoholischen Getränk in der Videokonferenz sitzen. Ist die Frage, wie lange sich das noch durchsetzen wird, ob das als professionell, nonchalant gilt, okay ist, nicht okay ist, mag ich jetzt keine Prognose machen. Ich finde es nur ganz spannend, das zu beobachten. Das heißt, wir entwickeln uns gerade noch und wir testen so gesellschaftlich, kulturell gerade noch ab, was ist okay, was ist nicht okay. Und in diese Frage fällt natürlich auch rein, wollen wir einen einfarbigen Hintergrund haben oder einen bunten Hintergrund? Darf es mein Bücherregal sein oder lenkt das ab? Soll es ein Arbeitszimmer sein oder darf es auch eine aufgeräumte Küche sein? Hier sind wir gerade noch auf der Suche und zwar nicht nur ich, sondern wir alle. Und da dürfen wir ganz viel noch rumprobieren natürlich. Seid bitte deswegen gnädig mit euch selbst und anderen Teilnehmenden, weil hier ist einfach noch nicht klar, wie es sein soll, muss oder darf.